Warum sprechen die anderen nicht? Sind es lebende Menschen wie Sie? Wie viele Jahre waren Sie in Europa, um all das zu lernen? Zu kurz. Doch die Zeit drängt. Zappa Inka erwartet unsere Rückkehr. Gibt es einen Nachrichtenaustausch zwischen Ihnen und Ihrer Heimat? Drängte Iko und schien uns andere vergessen zu haben. Wir unterhalten uns darüber, Serbe, wenn wir über dem Meer sind. Der Serbe will den Ozean überqueren. Wer schließt sich ihm an? Alle anderen werden wir von Bord werfen. Und Iko zum Steuermann machen? Zischte Diaz. Sie sind völlig von Sinnen. Die Apokalastiker braucht ihren Kapitän. Sein Blick schweifte umher. Nein, rief Michel. Das geht nicht. Ich will nicht über dem Meer verrecken. Ich habe Familie. Der Fremde nickte einem seiner immer noch maskierten Begleiter zu. Dieser trat auf Michel zu und stieß ihn mit dem Lauf der schweren Waffe von uns anderen weg. Seine beiden Schwestern schrien auf und beschworen die Bewaffneten, ihn zu verschonen. Gehetzt sah Michel zwischen uns hin und her. Ich will auch nicht, sagte Selma mit ihrer dunklen Frauenstimme. Aber ich bleibe, meinem Jungen zuliebe. Michel schrie beinahe. Ihr wollt alle diesen Wahnsinn zulassen, wir werden sterben! Aber dann sterben wir nicht heute, sagte Selma einfach. Sie schob den Lauf, der auf Michel gerichtet war, sanft zur Seite. Michel hob abwehrend die Hände und hielt sie dann frustriert gegen die stählerne Außenwand der Gondel. Sacrebleu, fluchte er. Aber gut, nicht heute. Seine Schwestern fielen ihm um den Hals und plapperten auf Französisch auf ihn ein. Ich hatte nicht genickt, hatte jedoch auch nicht darauf bestanden, durch einen tiefen Fall oder einen Flammenstoß exekutiert zu werden, und somit schien man anzunehmen, ich sei einverstanden. Dann heißt die Richtung nun Westen, bis ich den Kurs korrigiere, stellte der Wortführer fest. Greift uns an, vergiftet unser Essen oder versucht, unsere Waffen zu stehlen, und ihr seid tot. Wir sind Krieger, und ihr seid bloß, wie sagt man es, der dumme August. Er lächelte mit schmalen Lippen. An die Arbeit. Ja, nun muss der Zirkus mit seinem Zirkusluftschiff nach Westen aufbrechen. Die Leute, die sie da gekidnappt haben, sind, wie wir jetzt aus unserer Position natürlich wissen, Inka-Krieger. Sie haben ja auch vom Zappa Inka gesprochen, und dieses Tabantin Suyu ist das Wort, was die Inka für ihr eigenes Land benutzt haben. Das alles wissen natürlich unsere Zirkusartisten nicht so wirklich. Es scheinen aber andere Dinge an Bord des Zirkus vorzugehen, von denen auch nicht alle wissen. Es passieren nämlich über dem Atlantik mehrere seltsame Dinge. Zum einen bringt sich ein Zirkusartist selbst um, und es kommt dabei heraus, dass er ein Agent des Osmanischen Reiches war. Zum anderen suchen mehrere andere Leute nach einem vielleicht Artisten in Tarnung oder einem anderen Menschen. Auf jeden Fall fällt immer wieder das Wort Oppenheimer. Sie suchen offenbar nach einem Menschen namens Oppenheimer. Und in einem Sturm zerbricht ein Experiment von diesem seltsamen Herrn Iko, dem Serben, bei dem er festgestellt hat, dass Shelly an Bord gibt. Und Shelly ist, das ist aus der zerbrochenen Puppe und aus Eis und Dampf schon, ich will nicht sagen bekannt, weil ich weiß jetzt nicht, ob ihr das Buch alle kennt. Auf jeden Fall ist der Shelly oder die Shellys sind in der zerbrochenen Puppe so eine Art Frankensteins Monster. Also es sind so belebte Automaten, die aus Leichenteilen zusammengebaut sind und ja, die bis zu einem gewissen Grad sich halt bewegen können oder als Menschen handeln können. Eigentlich sehen sie aber nicht aus wie Menschen, sondern halt mehr wie Tote. Ja, allerdings hat Herr Iko einen Shelly-Detektor gebaut und damit festgestellt, dass sich ein Shelly an Bord befindet. Da das Experiment zerbrochen ist, weiß er allerdings nicht, von wem das Haar stammte, das sich als Shelly-Haar herausgestellt hat. Und naja, sie gehen davon aus, dass einer von diesen Inka-Kriegern vielleicht ein Shelly, ein künstlicher Mensch ist. Ferenc, ach, der Name ist noch gar nicht gefallen. Unser Protagonist, der Ich-Erzähler, heißt Ferenc Barton. Der hält es durchaus für möglich, dass seine angebetete Yui, die Artistin, vielleicht ein Shelly ist, weil sie so puppenhaft ist. Und er sucht jetzt im Prinzip nach Möglichkeiten, seine eigene Theorie zu widerlegen, im Dunkeln in der Wasserkammer des Zirkus unterwegs, also im Laderaum, und durchsucht nach dem Sturm halt verschiedene Kisten und Kästen und Schränke. Und dabei wird er von diesem Rädelsführer, der Inka-Krieger, überrascht. Den hat er mittlerweile Worte genannt, weil er als Roma den Leuten Spitznamen gibt. Er heißt aber in Wirklichkeit Guaman und ist der Anführer dieser Inka-Krieger. Und die beiden sind jetzt im Dunkeln, im Laderaum, mitten über dem Atlantik in einem Luftschiff. Was tust du da? Fragte plötzlich eine Stille hinter mir. Ich fuhr herum und schob den Seesack unter den Schminktisch, dessen blinder Spiegel mir trübsinnig mein eigenes, müdes Gesicht gezeigt hatte.
Ein zweiter Lampenschein hatte sich zu dem dazugesellt, der von dem Lämpchen in meiner Hand ausging. Schatten sprangen vor, Requisiten unseres früheren Lebens. Ein Kleiderständer, angetan mit einem engen Anzug, ähnlich dem, den Yue bei der Eröffnungsrede getragen hatte, während sie sich von dem Seil herabwand. Die Formen der toten Glühlampen neben dem Spiegel, Töpfchen und Tiegel, Bürsten und Pinsel. Hinter dem Tisch Verkleidungen und Masken, eng zusammengestopft im hintersten Teil des Lagerraums. Eine Galerie aus Erinnerungen, die zeitlich nicht weit entfernt waren, und doch schien die halbe Welt dazwischen zu liegen. Ein toter Zirkus. Oder schlief er nur? Geisterhaft im Schatten, seltsam und beunruhigend und verquer. Denn der Zirkus ist nie das richtige Leben, und wenn man ihn ohne das Licht sieht, ohne den Applaus und den Jubel, ohne den Rauch und die Spiegel, dann ist er wie eine Vision aus der Unterwelt. Ebenfalls eine Vision aus der Unterwelt.